Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir uns auf den Weg gemacht Richtung Sektor 7 und auf dem Weg sind uns ein paar sonderbare Gestalten begegnet, die wirklich dachten, die könnten mich ausrauben. Was wollen die mir schon klauen? Also mein Schwert? Das können sie ruhig haben, habe ich mir gedacht und haben sie fertig gemacht. Naja, aber war ganz lustig. Also ich muss sagen, der Weg war echt lustig gemacht. Im Original gibt's diesen Weg gar nicht. Aber das werden wir ja früher oder später selber nochmal sehen. Und jetzt in der Folge kommen wir tatsächlich endlich mal an am Tor von Sektor 7. Und was dann geschieht, das erfahrt ihr jetzt. Gleich. In 14 Minuten. Circa. Habe ich irgendwas verpasst? Ach, hier ist noch was. Okay, es ist kaputt. Ich habe nur so schnell zugeschlagen, dass es noch heil aussieht. Okay, war lustig. Hat mir gefallen. 3 Sterne von 5. Das ist der Rückweg, ne? Ja. Ich hasse es. Nach Sequenzen ist es immer so ein bisschen undurchsichtig. Da haben wir sie eiskalt platt gemacht. Aber cool inszeniert, muss ich schon sagen. Witzig und cool. Wir Türmen! Hey, haut doch nicht ohne mich ab! Ich glaube, wir werden sie noch öfter wiedersehen. Ich glaube, das ist so ein Gimmick im Spiel. Dass die mal wiederkommen. Nur dann halt mit Maschinen und so. Wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Oho, wer seid ihr denn? Gutes Timing. Mich juckt's gerade okay. In den Fingern. Hab ich aber gewusst. Ja, mit euren Schockfallen könnt ihr ruhig da bleiben. Kommt ruhig näher. Was soll das? Das wird knapp. Yay, hoffentlich zu schießen. So, einmal Störung bitte. Mein Einsatz. Richtig gut. Richtig gut. Guckt euch das an. Alter. Störung macht einfach Spaß. Mache ich gleich normal. Vielleicht funktioniert das bei dem auch. Los geht's. Ne, funktioniert leider nicht. Habt ihr das gesehen? Das habe ich neu gelernt, indem ich die Taste gehalten habe. So, okay. Du willst also ein bisschen Blitz haben. Gewitter! Ja. Nee. Keine Ahnung, was er macht, aber er ist doof. Ne, wir müssen Magie machen, ne? Magie. Nee, Blitzara. Gegen den linken Arm. Blitz und Donner! Damit ist er auch nutzlos. Und dann noch schön Impulshieb. Keine kommen. So, zack, zack. Jetzt wäre Störung halt perfekt noch. Das war's dann. Oh, Frost und Gebet. Nice. Warte, das Gebet ist eine Materia gewesen. Jetzt? Also kann ich das Gebet jedem geben? Ja, tatsächlich. Ja, nice. Gebet auf der nächsten Stufe ist gut. So, ich sehe da hinten Materia. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Klaro. Ja. Container aufnehmen, Arif aufnehmen oder absetzen, den Arm wechseln. Ah, okay. Jetzt können wir auch den Arm wechseln. Kein Problem. Erstmal runter. Wir heben das hier auf. Cloud. Dann greifen wir die Kiste. Und stellen sie hier rüber.
Runter, 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 runter. Hä? Wo bleib ich denn hängen? Achso. Dann holen wir Aerith. Und dann freuen wir uns einen Keks. Die Tiefenwahrnehmung ist hier ein bisschen gestört, muss ich sagen. Weil der Arm sieht jetzt nicht so lang aus, als würde er komplett darüber reichen. So, dann komm mal rauf hier. Die Musik ist übrigens klasse dazu. Wenn ich nur nicht jedes Mal von YouTube eins reingewirkt dafür bekommen würde. Aber mir ist das egal. Sollen die halt ihre eigene Werbung spielen. Materia, Materia. Amplifikation. Crazy. So, die Frage ist, kann ich dich hier auch aufnehmen? Nee. Da kann ich es ja nicht aufnehmen. Aber nehme ich das hier schon mal mit. Okay. Ich sehe schon. Hier ist ein bisschen komplizierter. Kann ich... Okay, ich muss es erstmal loslassen, bevor ich wechsle. So, dann machen wir folgendes. Wir nehmen Aerith mit. Und setzen sie hier ab. Dann nehmen wir den Container. Dann nehmen wir den Container. So. Nehmen wir den Container. So, ja, perfekt. Und setzen ihn hier ab. Tada. Dann wechseln wir den Arm. Und nehmen diesen Container. Und setzen ihn hier einfach drauf. So. Dann nehmen wir wieder Aerith. Vor allem so richtig Gentleman-like. Dass er die Hand so krümmt. Das ist ein bisschen too much. Müsste er eigentlich nicht machen. Und setzen sie hier ab. So. Und dann gehen wir nach Hause. Viel Spaß. Nein. So fies sind wir natürlich nicht. Wir wechseln den Arm. Und nehmen sie hier mit. Und zerquetschen sie erstmal. Und dann setzen wir sie hier ab und dann sind wir durch. Danke! Ich lasse dir jetzt die Leiter runter! War easy. Ja, kein schweres Rätsel. Vieles konnte man sich schon denken, dass in dem Moment, wo ich halt das Ding nicht absetzen konnte, war mir klar, dass ich da zwei brauche von den Containern. Ja, war nett. Gefällt mir. Also die Mini-Rätsel hier gefallen mir. Alles gut gemacht. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Wir sind schon irgendwie süß zusammen, ne? Klaus, beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Mit dem Abklatschen. Ja, ihr wollt beide abklatschen, also tut es doch einfach. Hey, ihr zwei Turteltäubchen da. Wenn ihr hier durch wollt, wird aber erstmal Wegzoll fällig. So, jetzt habt ihr verkackt, Leute. Jetzt gibt's nämlich einen Schwertsturm. Yes.
Volle Konzentration. Tja, Moves, die ich gelernt habe, Leute. Geschafft! Da, der Ausgang! Habe ich während des Kistenspiels gelernt. Weil ich da sehr viel Zeit hatte. Da habe ich alle möglichen Tastenkombinationen ausprobiert. Ich will auch. Hauptsache erstmal zwei Schritte zurückgehen. Immer zwei zurück, ein nach vorne, Leute. So funktioniert das. Bitte! Ja! Yeah. Klatschen wir ab. Wie lange das da? Hätte echt lang gebraucht. Ja, daran erinnere ich mich. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich! Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Zack. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. Alles okay? Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Jetzt habe ich den Namen gespoilert. Es ist Zack. Ja, gibt's nicht viel zu spoilern, keine Sorge. Und was ist denn hier? Hallo, ich sehe alles. Ein Aether für mich. Achso, man kann jetzt hier rumspielen, ja. Hui, ist das schön, das macht Spaß. Und gleich nochmal. Das machen wir jetzt die ganze Folge. So, jetzt sind wir wieder im alten Spiel. Also der Weg war ein bisschen lang, ne? Also das Spiel ist irgendwie so ein bisschen in die Länge gestreckt, habe ich so ein Gefühl. Aber an diese Szene erinnere ich mich. Gut, das konnte man alles nicht machen, aber ist schon lustig. Voila! Huh? Warte mal eben. Guck mal. Ein Geheimgang. Der führt bis zu den Slums in Sektor 7. Dann. Bitte sehr.
Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Also, sie wollten nur Zeit mit mir verbringen. Gruppe verlassen? Oh. Also dann? Willst du los? Nein, noch nicht. Nein. Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Wieso sollte ich das auch wollen? Es wird Zeiten geben, an denen du nicht mehr da sein wirst für mich. Ich will nicht. Ich spiele hier lieber noch ein bisschen rum. Gut. Also jeder, der mal Final Fantasy 7 gespielt hat, der wird sich auf jeden Fall nicht von Aerith trennen wollen. Aber gut, wir müssen, um voranzukommen. Gehst du? Ja. Ja. Chocobo. Höher! Tiefer! Cloud! Ein Glück! Du hast überlebt! Was machst du hier? Psst! Die Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ah, das ist das Exotische, oder? Ja, los! Das ist die Exo... Ich dachte, das wäre für mich. Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Oh. Jetzt komm! Tja, und jetzt sind sie wieder bei der Gruppe. It's a prank, Alter! Los, Cloud! Keine Zeit zu verlieren! Das werde ich noch ein paar Mal mit euch machen. Ich weiß, wann sie geht. Ich weiß, wann sie geht. Naja. Noch haben wir sie bei uns. Noch ist alles in Ordnung. So, da ist der Chocobo. Chocobo! Guter Junge, du hast die stärksten Beine in ganz Midgar. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Oh, ich freue mich, wenn ich selber reiten darf. Na, eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings... fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Sie ist schick, sie kann ganz schön hart zutreten. Sie führt eine beliebte Bar. Wir müssen ja beschreiben, wie sie momentan aussieht. Und momentan ist sie halt unschuldig und schick. Sie ist schick. Schick? Du redest doch nicht etwa von Tifa. Genau.
Oh je. Da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch! Oh je, und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Ja. Er ist übrigens einer der wohl besten Kapitel dieses Spiels. Nicht wegen den Chocobos, nicht wegen Aerith und Tifa, weil sie beide gleichzeitig da sind. Man könnte meinen, dass es das der Grund ist dafür, dass du beide Frauen auf einmal hast. Nein, ihr werdet sehen, was ich meine. Zwar nicht heute, aber bestimmt noch in der nächsten Stunde. South. Willkommen auf dem Wahlmarkt. Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei. Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wahlmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Cloud. Okay. Jetzt kommt eine kleine Schnitzeljagd, soweit ich mich erinnere. Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr. Ja, ja. Und dann sagst du mir nicht mal was. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Waffenhändler. Da möchte ich zuerst hin. Auf Tagesbasis, wenn ich zahlen kann. Hier lang? Also geradeaus und dann links. Oh Gott, ist das hier eng. Was? So, da oben muss der Waffenhändler sein, ne? Ja. Nein, nicht du! Ich habe mir eine honigsüße Belohnung verdient. Die Bienchen warten schon auf mich. In dieser Stadt gibt's nur ein Gesetz. Hier bist du also hin verschwunden, ja? Das hier ist auch eine Kneipe. Bist du das ja? Auch wenn es nicht so aussieht, der wird es nämlich zu nicht. Das hast du schon wieder verbrochen. Ja. Betreten oder nicht betreten? Das ist hier die Frage. Was für ein poetisches Dilemma. Kennst du dieses Gefühl? Nö, nicht wirklich. Schade, aber hätte ich mir denken sollen. Du siehst ja nicht gerade aus wie ein Poet. Und auch dein Gesicht spricht kaum ein Band. Bist wohl eher vom Typ gesunder Geist im gesunden Körper, was? Fürchterlich. Ha? Was ist? Hast du eine Frage? Hast du Tifa gesehen? Tifa? Wer bist du, dass du diesen lieblichen Namen kennst? Soll das etwa heißen, dass Tifa hier ist? Warum? Warum? Kann es sein? Ist sie? Ist sie mir etwa gefolgt? Um mich davon abzuhalten, die Stadt zu verlassen? Oh! Nur... ich habe keine Zeit zu verlieren! Tifa! Tifa! Ich komme! Was war denn mit dem los? Ach, nichts. Der ist immer so drauf. Johnny, der Vagabund, Nebenstory abgeschlossen. Verzeihung, mein Herr. Wir haben leider noch geschlossen. Alles gleich, geht trotzdem rein. Schade. Okay, wir wollten zum Waffenhändler. Nur ein paar Eingeweihte. Du hast Spaß mit deiner Suppe, oder? Er ist der absolute Geheimtipp auf dem Wahlmarkt. Leider ist aber gerade kein Platz frei. Okay. Schön für dich. So, Waffenhändler. Kurz nochmal gucken. Okay, das heißt, da schauen wir auch noch vorbei. Bei Shetley schauen wir vorbei und
beim Krämerladen schauen wir vorbei. Ich darf nur nicht zu spät abbiegen, nicht, dass da die Story weitergeht. Hallo? Willkommen im Waffenladen des Wallmarkts. So, eine Hartklinge. Oh, nehme ich. Den Rest habe ich sowieso schon. Bis zum nächsten Mal. Und sie rein. So, oh, die sieht schon mal richtig gut aus. Waffenmodifikation, Cloud. Die Hartklinge. Ja, nettes Ding. So, oder das geht ziemlich auf physische Attacke. Längere Buffs selbst verlängert. Die Effekte auf positiven Zustandsveränderungen, die auf den eigenen Charakter gewirkt werden, haben wir noch nicht. Erhöht physische Attacke. Wenn wir sowas haben, magische Attacke, ja. Physische Attacke. Wir gehen mal nur auf physisch. Wobei, eigentlich schadet es auch nicht, wenn wir auf magisch ein bisschen gehen. Kann ja alles nicht schaden, ne? So, Schaden von Schwertwirbel. Okay. Passt perfekt zur Störung. Schaden gegen zerstörbare Eile. Oh, ist auch nicht schlecht. Schaden von normalen Angriffen. Einen kann ich noch. Schaden von Sprungangriffen. Ah, ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, ich brauche 12, ich habe nur 11. Na gut. Aber wir kriegen keine Materia-Slots. Wir haben bei der Eisenklinge noch 11. Ach ja, stimmt, weil wir auch da auch 12 brauchen, ne? Ja. Da war ja was. Na gut, Hartklinge mit 65 Angriff. Und 23 Magie. Also es geht. Ist genau der Gegenteil quasi von der Eisenklinge. Nur dass wir hier halt einen riesen Boni an Angriffsschaden haben. Nein, das wollte ich. Ich wollte sie ausrüsten. Ausrüsten. So. Hartklinge. So, perfekt. Das ist unsere neue Waffe. Fürs Erste. Wer weiß, vielleicht entscheiden wir uns noch um. Nett. Definitiv nett. Kann ich mit lieben. Und damit kommen wir für heute zum Ende. Kaum in Sektor 7 angekommen. Zack. Da haben wir Tifa wieder gesehen. Allerdings, tja, entführt. Und das ist übrigens das exotische Outfit. Ja, wie die anderen beiden Entscheidungen ausgesehen hätten, das erfahren wir in wenigen Folgen. Doch jetzt erstmal bis zur nächsten. Ciao.